Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch alle 15 einfachen Griffe auf der Gitarre zeigen, sogenannte Pfadfindergriffe. Wenn ihr die beherrscht, dann könnt ihr schon tausende von Lieder spielen, die findet ihr alle auf dem Internet. Da geht ihr auf eine Suchmaschine, zum Beispiel Google, und sucht dann euer Lieblingslied mit den Akkorden. Und wenn ihr die beherrscht, dann seid ihr wirklich der Star oder die Starin. Ihr merkt, ich verwende Gendersprache an jedem Lagerfeuer. Okay, wir beginnen. Wenn ihr die Gitarre genau betrachtet, seht ihr hier so 6 Drähte. Dieses Video wendet sich übrigens an alle. Das können Kinder sein, Leute, Menschen, die noch nie eine Gitarre in den Händen hatten. Oder auch solche Leute, die schon diese Griffe kennen, aber die mal repetieren möchten. Ihr seht hier so 6 Drähte, die nennt man Saiten, und hier drückt man diese Töne, und ich zeige euch gleich den ersten Griff, das ist der C-Griff. Um den C-Griff zu drücken, müsst ihr mit dem ersten Finger hier, das sind die Bünde, erster Bund, zweiter, dritter, vierter Bund, im ersten Bund auf der zweithöchsten Saite mit dem ersten Finger, dem Zeigefinger, drücken. Dann mit dem zweiten Finger, dem Mittelfinger, auf der dritttiefsten Saite im zweiten Bund. Ich hoffe, man sieht das. Und mit dem dritten Finger auf dem zweittiefsten, auf der zweittiefsten Saite im dritten Bund. Das gibt hier so wie eine Leiter, kann man sich das merken. Und die 5 Saiten, die tiefste darf man da nicht spielen. Die schlägt man jetzt einfach hier mit dem Daumen zum Beispiel an. Und schon hat man einen wunderbaren C-Akkord, C-Griff. Okay, wenn wir den C-Griff haben, zeige ich gleich den zweiten Griff, den C7. Da muss man mit dem kleinen Finger noch auf die dritthöchste Saite und schon hat man C7. Da einfach 5 Saiten darf man anspielen, die tiefste Saite nicht. Okay, jetzt kommt ein einfacher Griff, der D-Griff. Da nimmt man den ersten Finger auf die dritthöchste Saite, den zweiten Finger, den Mittelfinger, auf die höchste, beide im zweiten Bund. Und dann kommt noch der dritte Finger hier auf die zweithöchste Saite. Spielen darf man die 4 höchsten Saiten, schon hat man den D-Akkord. Okay, sehr ähnlich mit diesem D-Akkord ist der D7-Akkord. Man nimmt den ersten Finger auf die zweithöchste Saite im ersten Bund, den zweiten Finger auf die dritthöchste Saite im zweiten Bund und den dritten Finger auf die höchste Saite auch im zweiten Bund. Gibt wieder so ein Dreieck, aber genau umgekehrt. Das ist der D7. Anschlagen darf man dann die 4 höchsten Saiten. D7. So, und jetzt kommen wir zu einem himmeltraurigen Akkord, dem D-Moll. Da gehe ich mit dem ersten Finger auf die höchste Saite, mit dem im ersten Bund, mit dem zweiten Finger auf die dritthöchste Saite im zweiten Bund und mit dem dritten Finger auf die zweithöchste Saite im dritten Bund, auch wieder nur die 4 höchsten Saiten anspielen und schon haben wir D-Moll. Sehr, sehr traurig. Nehmt ein Taschentuch, wenn ihr den nicht erträgt. Wunderbar. Wir kommen zu den 3 Griffen in E. Da geht man auf die dritthöchste Saite mit dem ersten Finger im ersten Bund. Mit dem zweiten Finger geht man auf die zweittiefste Saite im zweiten Bund. Und mit dem dritten Finger auf die dritttiefste Saite im zweiten Bund. Und da darf man über alle Saiten spielen. Wie spaßig ist das denn? Das ist der E-Akkord, der E-Griff. Jetzt machen wir gleich noch den E-Moll-Akkord. Einfach diesen Finger wegnehmen und schon hat man den E-Moll-Akkord. Traurig, traurig. Moll ist immer so traurig. So,
So, jetzt mache ich noch den E7. Ich gebe diesen Finger wieder dazu. Dann habe ich wieder den E-Akkord. Und nehme diesen Finger noch weg. Und dann ist das der E7-Akkord. Wunderbar. So, jetzt kommen wir zum F-Akkord. Das ist der schwierigste von allen. Denn beim F-Akkord muss der erste Finger im ersten Bund über zwei Saiten gehen. Das braucht Kraft. Also esst viel Fleisch. Ich bin sonst Vegetarier, aber hier muss man wirklich mal Fleisch essen, dass man diese Kraft hinbringt. Dann der zweite Finger ist auf der dritthöchsten Saite im zweiten Bund und der dritte Finger auf der, wie soll ich das sagen, dritttiefsten Finger. Seite im dritten Bund. Also wie gesagt, dieser erste Finger hier, der drückt über zwei Seiten. Am Anfang hat man diese Kraft nicht, aber mit etwas Training kriegt man das hin. Und wir dürfen die vier höchsten Seiten anschlagen. Das ist der F-Akkord. Der schwierigste von allen. Wenn ihr den schafft, seid ihr schon Star oder Starinnen. Und jetzt kommen wir zum G-Akkord. Der G-Akkord. Da geht man mit dem zweiten Finger auf die tiefste Saite im dritten Bund. Ich hoffe immer, das kann man gut sehen. Mit dem ersten Finger auf die zweittiefste Saite im zweiten Bund. Und jetzt eine riesen Spannweite mit dem dritten Finger auf die höchste Saite im dritten Bund. Und das klingt dann so. G, G wie Georg. Jetzt gehen wir gleich noch zum G7, er ist völlig anders aufgebaut. Mit dem ersten Finger auf die höchste Saite im ersten Bund, mit dem zweiten Finger auf die zweittiefste Saite im zweiten Bund und mit dem dritten Finger auf die tiefste Saite im dritten Bund. Der sieht dann so aus und da kann man auch über alle Saiten spielen. Jetzt kommen die drei A-Griffe. Zuerst der A-Dur, einfach A genannt. Da geht man mit dem ersten Finger im zweiten Bund auf die dritttiefste Saite, mit dem zweiten Finger auf die, wie soll ich das sagen, dritthöchste Saite, auch im zweiten Bund. Und jetzt wird das ein bisschen eng, aber wir schaffen das mit dem dritten Finger noch auf die zweithöchste Saite. Ihr seht, das sind drei Finger im zweiten Bund. Anschlagen darf man die fünf Saiten einfach ohne die tiefste Saite, die tiefste Bassseite. Und schon haben wir A-Dur oder A genannt. Genau. Jetzt machen wir A-Moll, jetzt wird es wieder traurig. Erster Finger im ersten Bund auf die zweithöchste Saite, zweiter Finger im zweiten Bund auf die vierthöchste Saite und dritter Finger im zweiten Bund auf die dritthöchste Saite. Auch wieder fünf Saiten anschlagen, das ist A-Moll. Und jetzt, last but not least, der A7. Da kommt der zweite Finger wieder im zweiten Bund auf die vierthöchste Saite. Der dritte Finger im zweiten Bund auf die zweithöchste Saite, der sieht dann so aus. Und auch wieder fünf Saiten anschlagen, das ist der A7. So, meine Lieben, jetzt kommt noch der letzte Akkord und dann habt ihr schon alle 15 offenen Akkorde, die einfachen Akkorde. Das ist der H7. Im englischsprachigen Raum wird er auch B7 genannt, aber bei uns heißt er H7. Da kommt der zweite Finger in den zweiten Bund, der zweittiefsten Saite, der erste Finger in den ersten Bund, der dritttiefsten Saite, der dritte Finger in den zweiten Bund, der dritthöchsten Saite und der kleine Finger auf die höchste Saite im zweiten Bund. Das sieht dann so aus. Und spielen darf man dann wieder fünf Saiten, die tiefste nicht.
Das wäre H7. So, meine Lieben, das waren jetzt die 15 Akkorde. Ich werde unten ans Video noch die Zeiten schreiben, wo jeder einzelne Akkord beschrieben wird, falls ihr was nachschauen möchtet. Und wenn ihr das ein bisschen übt, schon nach wenigen Wochen, werdet ihr diese Akkorde beherrschen und ihr könnt, wie gesagt, tausende Lieder auf Google suchen, mit den entsprechenden Akkorden ausdrucken und diese spielen. Ihr werdet der Star oder die Starin am nächsten Lagerfeuer sein. Ich wünsche euch was. Viele Grüße von Anton.